Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 werde berühmt Gameplay Objekte Review Video. In diesem Video zeige ich euch die ganzen Gameplay Objekte, die es im neuen werde berühmt Pack gibt. Es gibt in diesem Pack besonders viele Gameplay Objekte und darum habe ich mir gedacht, zeige ich die euch extra getrennt von den Bauobjekten, weil es da ja auch immer spezielle Funktionen gibt, die zu erklären sind. Und einige von denen haben besonders viel Funktionen. Da werde ich dann sogar extra Videos zu machen, zum Beispiel über den Teich und die Videoschnittfunktion, den Tresor, das Bett, diese Musikstation und hier diese Styling-Sachen und so. Ja, und in diesem Video zeige ich die euch alle nur mal so kurz. Gut, fangen wir einfach mal links hier an. Also das sind all die wesentlichen Gameplay-Objekte. Natürlich gibt es auch noch Gameplay-Objekte, die dem Standard entsprechen. Also ein Bett ist ja auch ein Gameplay-Objekt. Aber das hat halt eine Bettfunktion und das sind Funktionen, die wir kennen. Das sind alles Sachen mit neuen Funktionen. Gut, hier haben wir zum Beispiel diesen Teich. Den finde ich super cool. Der ist nicht nur eine Dekoration, sondern man kann da auch drin schwimmen und man kann Fische reintun und so. Den gibt es in verschiedenen Farben. So. Also drei verschiedene Farbeinstellungen. Da ändern sich vor allem die Steine und die Blumen. Vielleicht kennt ihr die Blumen schon aus dem romantischen Gartenpack. Denn die sehen genauso aus. So. Und hier hat der so einen kleinen Wasserfall, was mir sehr gut gefällt. Und wenn er so ist, dann kann man hier zwei Sachen machen. Entweder ein natürliches Reinigungsmittel hinzufügen und man kann den Wassergarten bevölkern. Fügen wir erstmal ein natürliches Reinigungsmittel hinzu. Das passiert durch Putzschnecken. Putzschnecken reinigen den Teich. Sie können aber auch von hungrigen Teichbewohnern gefressen werden. Kostet 1000 Simoleons. Oh, du musst zur Arbeit? Nimm mal Urlaub. So, wir haben keine Zeit für Arbeit. Komm mal her. Ich habe hier extra einige Sims angesiedelt, die uns die ganzen Funktionen zeigen. So. Und jetzt kann man die sogar sehen, die Putzschnecken. Hier, da und da. Du kannst gleich hier bleiben, Patrick. Oder nee, wir nehmen den Kollegen Marco, denn Marco ist derjenige, den ich speziell dafür eingebaut habe, dass er mal in diesen Teich springt. Man kann den Wassergarten bevölkern mit Kois, Piranhas, Haien und Elfen. Ich zeige euch jetzt nur mal die Haie und die Elfen. Und in einem extra Video zu diesem Teich zeige ich euch dann mal alles. Weil sonst brauchen wir allein schon für den Teich 10 Minuten. So, komm mal her. Ich finde ihn ganz hübsch. Sind das nicht drei Haie? Doch, es sind drei Haie. Und die Elfen, jetzt entfernen mal die Haie wieder. Wenn da Haie und Piranhas drin sind und man springt rein, dann kann man da drin sterben. So, Wassergarten bevölkern. Elfen. Hier, guck mal. Ist das nicht schön? Wie sie leuchten. Gut, dann haben wir den Tresor. Den kann man hier so einbauen. Da muss man dann so ein extra Räumchen für bauen, wo man ihn reinstellen kann. Also er ersetzt nicht eine Tür. Das hier muss offen sein. Das hatte ich schon mal falsch gemacht. So, jetzt nehmen wir den hier und da kannst du mal Geld reintun. Ich lege mal 10.000 rein. So für auf die Schnelle.
Wenn mehr als 5000 Simoleons drin sind, kann man ganz viele Funktionen nutzen. Wenn es nur bis zu 5000 sind, dann liegt da einfach nur ein kleines Häufchen Geld. Ich wollte mal wissen, wie viel Geld muss man reinlegen, um damit spielen zu können und Techtelmechteln und so weiter. Und jetzt kann man hier beispielsweise Techtelmechteln Baby machen, mit dem Geld spielen, drin schlafen. Man kann auch Geld wieder rausnehmen und wieder reinlegen und man kann ihn auch schließen und abschließen. Ich lasse ihn jetzt einfach mal ein bisschen mit dem Geld spielen. Das mit dem Techtelmechtel und so, das kommt in dem Extra-Tresor-Video dran. So, dass die immer weglaufen. Vielleicht sollte ich denen mal die Autonomie nehmen. Aber dann müssen sie sich noch ein bisschen mehr daneben benehmen. Du solltest eigentlich spielen. Der hat dann so ein Handy aus Geld. Ja. Und freut sich über das Geld. Und jetzt spielt er so richtig. Okay, dann lassen wir mal die Sandy kommen. Komm mal hierher. Das hier sind so UFO-Schlafbetten. Die sind ähnlich wie die Särge von den Vampiren, aber sehen natürlich schick und modern aus. Gibt's in zwei Typen, das habe ich euch schon in dem Möbelvideo gezeigt. Auch die ganzen Farbeinstellungen. Und man kann da drinnen zu zweit Techtel, Mechtel und Baby machen. Aber schlafen kann man nur alleine. Und man kann normal schlafen, einen unterschwelligen Schlummer machen, Nickerchen machen und gibt es auch eine Steuerung. Gibt es den Subliminalsender und da kann man verschiedene Träume haben und kriegt dann unterschiedliche Stimmungen davon. So, das Techtelmechtel gucken wir auch in einem extra Video an. Dies hier ist ein mysteriöser Kristallhelm. Den kann man sich ins Inventar stecken und dann auf den Kopf setzen. Und wenn man dann noch Kristalle hat, die man zum Beispiel finden kann oder mit dem Computer kaufen kann, dann kann man die... Jetzt gucken wir mal, setzt ihr den mal auf. Okay. Man kann hier den Kristall draufsetzen. Nee, andersrum. Hier Kristall anbringen. Er hat einen Alabaster, den hat er sich schon gekauft. So. Und jetzt leuchtet das Ding und hier sieht man diesen Alabaster und irgendwie soll das den Sim verbessern. Ich weiß aber nicht so genau, was den Sim dann verbessert. Das habe ich irgendwie auch nicht rausgefunden. Darum werde ich dazu erstmal kein extra Video machen. Im Prinzip ist das schon alles, was ich dazu weiß, zu diesem Kristall. Zu diesem Helm. Man kann den Helm hier im Inventar wieder absetzen. Hier sieht man auch, er hat ihn ja auf dem Kopf und er ist im Inventar. Und er kann jetzt den Helm entfernen, den Kristall entfernen und kann auch andere Kristalle kaufen und andere draufsetzen. Und ja, irgendein mysteriöses Ding ist das. Okay. Was haben wir hier als nächstes? Die zwei Drohnen, damit kann man filmen. Er könnte jetzt zum Beispiel seinen Tageslauf damit filmen. Das hier ist die billige Drohne. Und diese Drohnen sind zusammen mit dem Videotisch und diesem Musiktisch Teil der Medien... Wie heißt diese Fähigkeit? Muss ich nochmal gucken. Medienproduktionsfähigkeit. Die geht bis Level 5. Die Medienproduktionsfähigkeit. Und da kann man diese vier Geräte für nutzen. Das ist die billige Drohne. Gucken wir doch mal, wie viel sie kostet. So. Also. Die kostet 410 Simoleons. Und die gibt es in ganz verschiedenen Farben. Und die teurere
Ihr macht wohl bessere Qualität bei den Filmen. Die gibt es auch in verschiedenen Farben. Und die kostet 1249 Simoleons. Ich denke mal, es ist ein ähnlicher Unterschied wie den billigen Staubsaugerroboter und den hochwertigen Staubsaugerroboter. Das gibt's jetzt ja öfters mal bei Geräten. So, und jetzt lassen wir ihn mal mit der Drohne filmen. Man könnte also einen Stream starten, dann wird das sofort gestreamt und fördert den Ruhm. Man kann auch Filmmaterial in der Nachbarschaft aufnehmen. Man kann auch jemand anders streamen und man kann sich selber nicht filmen, kann man das. Dann wird ein Film produziert von dem, was man gerade macht. Und diesen Film kann man entweder direkt hochladen oder über diesen Videotisch noch bearbeiten. So, und Sandy ist schon sehr gut in dieser Medienproduktionsfähigkeit. So, jetzt sitzt die hier neben ihm, die Drohne, und verfolgt ihn, was auch immer er gerade tut. Er könnte jetzt zum Beispiel nach drinnen laufen und dann folgt ihm die Drohne. Und die Sandy kann sich jetzt mal hier mit dieser Drohne filmen. Die habe ich mit Cheats schon auf die höchste Ruhmstufe gebracht und lauter Fähigkeiten, damit ich euch dann in den späteren Einzelvideos die genauen Unterschiede zeigen kann, was man machen kann, wenn man sich gut auskennt, was man machen kann, wenn man sich noch nicht so gut auskennt. Der Patrick, der kennt sich mit all diesen Sachen noch nicht so gut aus. Dafür ist er ein super Stylist. Okay. Hier ist dieser Videotisch. Da kann man Videos aufnehmen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und Trends untersuchen macht Sinn am Anfang. Man kann sich den Videobestand ansehen, wenn man erstmal ein Video aufgenommen hat. Die Lichtfarbe kann man anpassen und man kann Zusatzkomponenten kaufen. Zum Beispiel neue Lampen und neue Kamera, dann hat man hier nicht so eine kleine Zimmerknipse, sondern eine Spiegelreflexkamera und man kann noch mehr Lampen kaufen und dann werden die Videos natürlich besser. So, ich lasse sie jetzt mal hier ein Video, also sie, das mit den Trends und diesen ganzen Sachen zeige ich euch dann später mal, einfach mal hier ein Video. Soll sie mal Beauty-Tipps geben. Dann gucke ich mal, ob das beides zusammen funktioniert. Die Drohne filmt und sie macht ein Video über... Dann filmt die Drohne das Making-of der Beauty-Tipps. So, jetzt schminkt sie sich hier. Die Drohne staunt und guckt ganz lustig. Okay, und weil sie jetzt noch eine Weile damit beschäftigt ist, lasse ich ihn hier mal einen Song zusammenstellen. Man macht dort also nicht selber Musik wie beim Gitarrespielen, sondern man schneidet Tracks zusammen. Und da kommt aber ein Song bei raus. Aha, die Streaming-Drohnen-Batterie ist schwach. Jo, das passt schon, ist in Ordnung. So, wofür haben wir jetzt das Geld gekriegt? Ah, er hat an seinem freien Tag Geld verdient. Okay, das ist in Ordnung. Produzier mal einen Song. Am Anfang kann man nur wenige verschiedene Songs produzieren. Und wenn man schon besser ist, kann man mehr produzieren. Okay, wir nennen das Video mal aufgenommenes Video. So, sie könnte hier viel mehr produzieren, weil sie schon den Level 5 hat. So, und er soll das aber mal tun. Ja, jetzt ist die Batterie schwach. Jetzt fällt sie zu Boden. Ja, leg dich ruhig nieder. Oh, wie sie taumelt, die Drohne. Oh, die Arme.
Vielleicht sollte ich sie abschalten. Okay, Charisma-Video, okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir das einfach so hochladen können. Videos. Nee, man kann die Videos auf die Videostation mehr Klick übertragen. Und anscheinend... Doch, öffnen kann man sie. Ah, öffnen, da hat man dann das Video drin. Und jetzt... Nee, man kann es nicht direkt hochladen, man kann nur direkt streamen. Und hier kann sie es auf die Videostation übertragen, aber sie nimmt ja gerade schon ein anderes Video auf. Und wenn es auf die Videostation übertragen ist, dann kann sie es danach bearbeiten wie ein normales Video auch. So. Und er macht jetzt hier Musik. Und jetzt kann man das remixen. Man kann also hier verschiedene Sachen dazuschalten. So. Ah, sie ist fertig mit dem Beauty-Tipps-Video. Und ich mache hier mal den Sound lauter, damit man überhaupt was davon hört. So. Und jetzt hören wir hier was. So, und wir wollen jetzt hier das Keyboard noch dazu schalten. Hört man das jetzt? Und jetzt könnt ihr den Song brennen. Wenn man nicht irgendwann sagt, Song brennen, dann macht er das Ewigkeiten. Stundenlang. Also das ist nicht wie beim Video, dass man irgendwann fertig ist, sondern er wartet, bis ich sage, Song brennen. Ja, nennen wir das Gnomster Paradise. Gut. Jetzt hat er hier eine CD. Die kann man dann im normalen Radio hören oder man kann sie veröffentlichen. Ich lasse das jetzt mal an veröffentlichen. Man kann auch eine Kopie an ein Label schicken. Hier gibt es drei verschiedene Labels. Und ja, die sind unterschiedlich gut und so. So, wurde veröffentlicht. Jetzt nehmen wir hier mal die New Tastemakers. Und... Oh, das Musiklabel agiert derart raffiniert. Ah ja, und es ist unwahrscheinlich, dass man von ihnen unter Vertrag genommen wird. Das muss man einfach mal sehen, ob das was wird. So, ihr Video ist jetzt hier drin, in der Videostation. Die Qualität ist leider schlecht. Obwohl sie ja jetzt diese ganzen tollen Gerätschaften hat. Ich weiß noch nicht, wie man die gut hinkriegt, die Videos. Und sie kann es jetzt bearbeiten, Effekte da hinzufügen, Übergänge hinzufügen und sie kann es hochladen. Und dann kriegt sie Ruhm und Geld. Ich lasse sie jetzt einfach mal hochladen. Das Bearbeiten machen wir in einem extra Video, Video über den Videotisch. Und jetzt wird's hier leider dunkel. Ja. Ich zeig euch hier mal, während sie da noch beschäftigt ist. Sie muss das jetzt nämlich tatsächlich tun, das Hochladen. Ah, sie kommt als Paparazzi, weil die Sandy so berühmt ist. Die ist ein Weltstar. Okay. Ja, Patrick, du kannst von deinem Computer mal wieder weggehen. Der blockt immer Style-Tipps, weil er ist ein Styling-Genie. Und du könntest hier mal ein komplettes Styling anbieten. Der Sandy. Mit diesem Stuhl kann man ja entweder zu Hause Styling machen oder man kann auch irgendwie so eine Art Friseursalon simulieren.
Es gibt zwar kein richtiges Lot-Trade-Friseursalon, man kann damit auch kein Geld verdienen, aber immerhin, man kann jetzt sowas Styling-mäßiges machen, was halt vorher überhaupt nicht ging. Also er macht jetzt hier im Prinzip... Oh. Nicht das, was... was im Studio passiert, dass er einfach so rumstylt, sondern man wird jetzt in den Kass geworfen und könnte sie jetzt hier umstylen, wie das auch ist, wenn er einfach so ohne diesen Stuhl das Styling macht. Nusch, nusch. Nusch, nusch. Und jetzt gucken wir mal. Mach nochmal ein Hairstyling. Hey, ihr sollt nicht davonlaufen. Ob sie das jetzt dort machen? Oder sie müssen erstmal drüber diskutieren. Da müssen sie sich verabreden wie für ein Techtelmechtel. So. Ja, also man hat hier schon im Prinzip die gleiche Interaktion wie im Filmstudio. Oder? So. Ja, kommt schon was anderes bei raus. Okay. So kann man hier sagen. Okay, ich dachte, man könnte hier sagen, Style behalten oder sowas. Nö. Ada. Ada. Na, super schick. Super schick. Und hier kann man Kostüme anziehen. Zieh mal ein mittelalterlicher Herrscher an. Und man kann hier auch das Styling überarbeiten. Dann wird man wieder in den Kass geworfen. Oder ein Outfit kann man anbieten. So, jetzt ist er als mittelalterlicher Herrscher verkleidet. Und biete mal ein Abendoutfit an. Nehmen wir auch wieder die Sandy. Ja, während die da noch verhandeln, zeige ich euch mal hier diese Leucht-Laser-Dinger. Die gibt es so in Schwarz und in Gold. Und auch in verschiedenen Lichtfarben. Das ist jetzt weiß und kann man das Gold einstellen. Und jetzt gucken wir hier mal, was er mit ihr macht. Ja. Oh. Ja, und? Wird's bald? Jawohl. Ja, also ich finde, das ist hier ein ganz nettes Ding, was man auch, wenn man einen Laden hat oder so, gut nutzen könnte. Das erweitert die Möglichkeiten, die man mit so einem Laden hat, noch ganz gewaltig. Wobei man jetzt natürlich nicht dieses Outfit kaufen kann. Oh. Das ist mehr so Spaß-Klamottenwechsel oder so. Und die Paparazzi-Dame ständig unterwegs. Ja, während die hier noch zu Gänge sind, zeige ich euch hier noch Gameplay-Objekte. Die haben nicht viel Gameplay. Hier ist das optische Effekte-Gerät. Das ist aus dem Studio. Und man kann hier verschiedene Sachen vom Himmel regnen lassen.
gibt sogar noch mehr Auswahl, zum Beispiel Spaghetti und Fleischbällchen, Schnee, Schaumbad, Regen, Kirschblüten, Geld, alles Mögliche. Und dazu gibt es so dieses Ergänzungsgerät, das muss man irgendwo hinhängen, weil diese Dinger werden über diesen Tisch gesteuert. Und jetzt fallen hier Kirschblüten runter. Ja, du kannst hier nochmal was anderes einstellen. Stell mal Geld ein. So, jetzt fällt hier Geld runter. Ich finde das ganz witzig. Ist vor allem für die Bühnenbilder gedacht. Dann ist hier noch ein Mikrofon dabei. Im Prinzip ist das ein gewöhnliches Mikrofon, wie wir es auch so schon im Spiel hatten. Und hier gibt es zwei verschiedene Kameras. Und die kann man einstellen und bedienen. Ich lasse ihn mal einstellen und sie lasse ich mal bedienen. Die Aktionen sind dann recht gleich. Da passiert nichts. Das ist also nur, sagen wir, nur bedingt ein Gameplay-Objekt. Man kann was damit machen. Es sieht auch ganz hübsch aus, wie er da so einstellt und so. Ja, sie geht immer so langsam, weil sie so schwer an ihrem Ruhm zu tragen hat. Und sie filmt jetzt. Also das sieht irgendwie cool aus, wie die halt filmen und die Kamera bedienen. Aber es passiert dabei nichts. So, du kannst jetzt mal hier diese Kamera bedienen. Das ist eine besonders lustige, weil die fährt auf so einer Dolly. Ich glaube, es heißt Schienenkamera oder so. Und das sind alles Objekte, die im Studio hauptsächlich verwendet werden. Aber man könnte die halt auch selber benutzen, wenn man sowas bauen will. Und das sieht doch auch ganz witzig aus. Da man hiermit nichts anfangen kann, außer die so ein bisschen bedienen und rumfahren zu lassen, werde ich über die keine extra Videos machen. Auch dieses hier ist schnell erklärt. Man stellt halt ein, einfach was da vom Himmel fallen soll und gut ist. So, jetzt kannst du mal Glitzer runterfallen lassen. Ah, die Kamera kannst du aufhören zu bedienen. Ja. Das sind die Gameplay-Objekte im Wesentlichen. Und über die besonders interessanten mache ich noch Einzelvideos. Die sind dann mehr so wie Tutorial-Videos. Da ich die aber bald machen will, habe ich die jetzt noch nicht wochenlang ausgetestet, sondern nur ein paar Stunden. Und dafür habe ich hier auch den extra ein Haus gebaut, was das ganz den Gameplay-Objekten gewidmet ist. Damit die während der Dreharbeiten hier sich auch irgendwie aufhalten können. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!